Storytelling anschauen. Also was ist eigentlich Storytelling und warum lohnt es sich aus der Perspektive Medienbildung und auch aus der Perspektive der Deutschdidaktik, sich mit Storytelling zu beschäftigen? Und ich möchte im zweiten Teil dann das Tool Twine vorstellen, mit dem eben interaktive Stories relativ simpel erstellt werden können und ein sehr praktischer Zugang zu dieser Thematik Storytelling, zur Thematik interaktives Storytelling geschaffen werden kann. Also Schülerinnen und Schüler können mit einer gewissen Anleitung durch Sie als Lehrperson recht schnell eigene Geschichten mit Twine erstellen und durch das Erstellen dieser Geschichten natürlich dann halt auch herausfinden, wie interaktive Geschichten funktionieren. Im dritten Teil der Präsentation möchte ich dann noch stärker den Bezug schaffen und aufzeigen, inwieweit so ein Projekt mit Twine, also das interaktive Storytelling in Twine, verknüpft werden kann mit Vorgaben des Lehrplan 21, und zwar mit Vorgaben oder mit Kompetenzerwartungen aus dem Bereich der Deutschdidaktik und eben auch aus dem Bereich der Medienbildung speziell. Gut. Wenn wir uns mit Storytelling beschäftigen, sollten wir uns zunächst vergegenwärtigen, dass Stories nicht einfach irgendwie vom Himmel fallen oder Geschichten auch nicht aneinandergereihte Informationen sind, sondern dass Geschichten immer einer bestimmten Dramaturgie unterliegen, also dass Geschichten immer auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut sind, dass sie über eine bestimmte Struktur verfügen, über bestimmte Merkmale und über bestimmte Prinzipien. Wenn ich mit Schülerinnen und Schülern interaktives Storytelling mache, ganz praktisch, dann lernen die etwas über die Strukturen und über den Aufbau der Geschichten und entwickeln natürlich auch ein gewisses Verständnis in Bezug auf die Geschichte, die eben interaktiv funktioniert, und können dann auch Bezüge schaffen zu interaktiven Geschichten, die zum Beispiel in Computerspielen transportiert werden. Ich werde auf die Thematik der Computerspiele noch näher eingehen. Ich möchte mit einem kurzen Film einsteigen und so Ihnen aufzeigen, wie Geschichten im 21. Jahrhundert erzählt werden können. Also bei dem vorliegenden Beispiel handelt es sich um transmediales Storytelling, also um die Idee, dass eine Geschichte über mehrere Medien hinweg erzählt werden kann. Und das ist ein Werbefilm der Firma Intel, und die haben da richtig viel Geld investiert, um eben natürlich einerseits für ihre Firma zu werben und zu zeigen, was mit ihrer Technik möglich ist. Ich habe diesen Film ausgewählt, weil er sehr schön und sehr plakativ auch aufzeigt, was transmediales Storytelling im Unterschied zu dem Geschichtenerzählen auf der Grundlage eines Einzelmediums sein kann. Visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor. Gut, ich denke, der Film hat ganz gut verdeutlicht,
in welche Richtung das Geschichtenerzählen mittlerweile gehen kann. Also wenn wir unterschiedlichste Medien in das Transportieren einer Geschichte einbeziehen, dann kann es so oder so ähnlich aussehen, wie Sie das eben in diesem Beispiel gesehen haben. Und ich denke, in diese Richtung wird das Geschichtenerzählen auch gehen, also dass man auf unterschiedlichen Medien, auf unterschiedlichen technischen Plattformen Geschichten erzählt und Geschichten auch ein Stück weit weiterentwickelt. Eine andere oder eine weitere Möglichkeit des Storytellings oder des Geschichtenerzählens ist das crossmediale Storytelling. Und das lässt sich ganz gut hier an dieser Figur festmachen, an Gerald von Riva. Das ist eine Romanfigur, die der Autor Andrei Sapkowski entwickelt hat und in seinem Roman Das Erbe der Elfen zunächst etabliert hat. Das war so in den 80ern, kamen so die ersten Bücher zu dieser Romanfigur heraus und die haben so einen mäßigen Erfolg, zunächst in Polen und dann international erlangt. Der Deutsche Taschenbuchverband wurde dann aufmerksam auf diese Geschichte und hat es dann in verschiedenen Variationen herausgebracht und diese Geschichte zu einem bestimmten Bekanntheitsgrad auch entwickelt. Daraufhin wurde das Computerspiel The Witcher entwickelt, also so in den Nullerjahren ab 2000 gibt es so die ersten Computerspiele zu dieser Figur und ab 2017 gibt es dann Netflix-Serien, also die erste The Witcher Netflix-Serie kam 2017 auf den Markt oder wurde veröffentlicht und mittlerweile hat Netflix die vierte Staffel dieser Serie bestätigt. Das zeigt eigentlich, dass so eine Figur aus einem Roman quasi ein Eigenleben entwickeln kann auf der Grundlage unterschiedlichster und verschiedener Medien. Und die Schülerinnen und Schüler, mit denen wir es zu tun haben, die sind natürlich auch an diesen popkulturellen Inhalten sehr interessiert. Und insofern lohnt es sich natürlich, bestimmte Figuren, bestimmte Geschichten auch auf der Grundlage unterschiedlicher Medien anzuschauen und vielleicht auch zu vergleichen, wie wird eine Geschichte auf der Grundlage eines Buchs erzählt und wie wird eine Geschichte oder eine ähnliche Geschichte oder die gleiche Geschichte auf der Grundlage von Computerspielen oder auf der Grundlage von Serien transportiert. Das dient schlussendlich dem Zweck, dass die Schülerinnen und Schüler sich dem Erzählen auf der Grundlage unterschiedlicher Medien bewusst werden und schlussendlich auch verstehen, wie diese unterschiedlichen Medien funktionieren, was ja schließlich dann auch zu ihrer Medienkompetenz beiträgt. Im Bereich der Computerspiele wird das Geschichtenerzählen auch immer wichtiger. Also bis vor 10 Jahren war ein gutes Computerspiel dann, wenn es spannend inszeniert war, spannende Aufgaben zur Verfügung gestellt hat, tolle Grafiken hatte, guten Sound hatte, also so sehr stark auch an Spielmechanik und an Gestaltung orientiert war. Und mittlerweile hat die Computerspielindustrie begriffen, dass sich auch viel Geld mit guten Geschichten verdienen lässt. Und da habe ich Ihnen jetzt 2 Beispiele auf dieser Folie abgelegt. The Last of Us und Life is Strange, das sind beides AAA-Games, also so kommerzielle Computerspiele, die sich sehr gut verkauft haben, die auf der Grundlage einer Geschichte basieren. Und The Last of Us zum Beispiel wurde auch als Serie dann veröffentlicht, was darauf schließen lässt, dass eben diese Geschichte so viel hergibt, dass es sich lohnt, auch eine Serie oder einen Film daraus zu machen. Und das Spezielle bei diesen Spielen ist, dass sie nur funktionieren, wenn ich mich auf die Geschichte einlasse. Also ich muss mich auf die Geschichte einlassen, muss die Geschichte verstehen und muss innerhalb dieser Geschichte in der Rolle der Protagonistin oder des Protagonisten bestimmte Entscheidungen treffen. Und das macht diese Computerspiele sehr speziell, aber auch sehr spannend. Und genau in diese Richtung soll es auch beim interaktiven Storytelling mit Schülerinnen und Schülern gehen. Sie sollen lernen, wie sind denn interaktive Stories, zum Beispiel in Computerspielen, gestaltet. Und hier habe ich natürlich auch einen Bezug zum Fach Deutsch, weil wenn wir Computerspiele nicht als medialen Schnickschnack oder mediales Unterhaltungsmedium abtun, sondern wirklich auch versuchen, Computerspiele als Texte zu verstehen, dann können wir auf der Grundlage von Computerspielen auch an Bildungsstandards arbeiten, die hier auf dieser Folie zu sehen sind. Für das Verstehen von Texten sind bestimmte Bildungsstandards definiert. Die sehen Sie hier, wenn Sie sich mit Schülerinnen und Schülern mit Texten auseinandersetzen. Dann geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Rückschlüsse aus der medialen Präsentation und der Verbreitungsform eines Textes ziehen.
dass sie erfassen, was passiert in diesem Text, welche Figuren sind vorhanden, wie stehen diese Figuren zueinander in Beziehung, wie wird Raum und Zeit dargestellt, wie lässt sich die Dramaturgie des Textes erfassen, wie kann man den Konfliktverlauf innerhalb eines Textes nachvollziehen. Es geht darum, dass im Deutschunterricht bestimmte analytische Methoden angewendet werden, um auch Informationen zielgerichtet entnehmen zu können, bestimmte nichtlineare Texte auswerten zu können und schlussendlich auch zu verstehen, was für eine Absicht steht denn hinter diesem Text, gerade auch in Bezug auf den Autor oder auf die Autorin. Was möchte mir der Autor oder die Autorin mit dem Text vermitteln? Und genau diese textbezogenen Bildungsstandards, die lassen sich auch auf Computerspiele übertragen. Und ich zitiere jetzt nochmals, wie auch auf dieser Folie, Philipp Bamfler. Er geht davon aus, dass es nicht einzusehen ist, weshalb Verstehenskompetenzen an bestimmte mediale Formen gebunden werden müssen. Er sagt, Sprache oder Literatur steht nicht dichotomisch den Medien gegenüber, sondern Sprache und Literatur besitzen eine eigene Medialität. Also geht es darum, zu erfassen, wie transportieren unterschiedliche Medien Geschichten. Und ich kann mit den Computerspielen natürlich auch an diesen Bildungsstandards, die Sie vorher auf den Folien gesehen haben, arbeiten und kann, wenn ich mich traue, Computerspiele als Text zu verstehen, genau diese Fähigkeiten fördern und mit den Schülerinnen und Schülern versuchen herauszufinden, wie wird denn eine Geschichte auf der Grundlage von einem Computerspiel transportiert, was ist die Absicht der Autoren, wie sind die Figurenkonstellationen, wie ist die Dramaturgie, wie ist der Spannungsbogen aufgebaut. All das, was ich an Analyse auf einen Text anwenden kann, kann ich eben auch auf Computerspiele anwenden. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, um Verstehenskompetenzen in Bezug auf die Textform, ich formuliere es jetzt so, auf die Textform Computerspiel zu beziehen. Hier werden unterschiedliche Methoden vorgeschlagen. Sie sehen sie hier auf dieser Folie. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler in der Klasse ein Computerspiel vorstellen und das Computerspiel kommentieren, auch so aus der eigenen Perspektive beschreiben, um was es in diesem Computerspiel geht. Let's Play-Videos, das ist so eine eigene Kultur, das können Sie sich auf YouTube mal anschauen oder auf Twitch. Da gibt es zahlreiche Let's Play-Videos, an denen orientieren sich Ihre Schülerinnen und Schüler auch, wenn sie sich für Computerspiele interessieren. Dann schauen Sie sich Let's Play-Videos an, um sich über Computerspiele zu informieren. Und solche Let's Play-Videos, die können auch von Schülerinnen und Schülern angefertigt werden, um auch einen Zugang zu den Computerspielen und zu den Geschichten, die in den Computerspielen transportiert werden, zu schaffen. Close Reading, das ist eine Methode aus dem Deutschunterricht, das ist so die Analyse von einzelnen Textteilen. Und auch das geht bei Computerspielen. Man kann so eine bestimmte Spielsequenz in Bezug auf die Figuren, in Bezug auf die Gestaltung, in Bezug auf die grafische, aber auch in Bezug auf die inhaltliche Gestaltung sehr dicht analysieren, um herauszufinden, wie wird denn, mit welchen Stilmitteln wird denn dieser Inhalt transportiert. Und ich kann schließlich und endlich auch einen Medienwechsel vornehmen. Ich kann mit Schülerinnen und Schülern Spiel, Film, Computerspiel und Film und geschriebenen Text miteinander vergleichen und Überlegungen anstellen. Was muss denn ein guter Autor von einem Buch können und machen, damit er die Leserinnen und Leser fesselt? Und was ist der Unterschied zu einem Computerspiel? Was muss dort stattfinden, damit die Spielerinnen und Spieler in das Spiel eintauchen? Und auch da setze ich mich einerseits mit den schriftsprachlichen Medien, also mit dem Buch auseinander und andererseits mit dem Computerspiel. Und habe so wie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und habe ein Stück weit Medienbildung betrieben und an den Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schülern gearbeitet und habe aber auch für das Fach Deutsch, denke ich, sehr viel gewonnen. Wenn ich mit Schülerinnen und Schülern Projekte mache zum interaktiven Storytelling und mich an der Schnittstelle Deutschdidaktik und Medienbildung bewege, dann gehe ich folgendermaßen vor, oder ich empfehle den Studierenden auch folgendermaßen vorzugehen. Wenn es um interaktives Storytelling geht, dann geht es zunächst darum, oder der große Vorteil oder einer der Vorteile, die in dieser Methodik bestehen, ist, dass man die Schülerinnen und Schüler für das Schreiben von Geschichten motivieren kann. Ich weiß nicht, wie viele Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer unter Ihnen sind,
Ich habe so manchmal das Gefühl von außen, dass es schwierig ist, die Schülerinnen und Schüler zum Schreiben von Geschichten zu motivieren. Und wenn ich den Schülerinnen und Schülern aber sage, naja, also eure Aufgabe ist es, ein Spiel zu designen. Und für ein gutes Spiel brauchen wir eine gute Geschichte. Und jetzt müssen wir eine gute Geschichte für ein Computerspiel entwickeln, was wir später dann auch ein Stück weit umsetzen können. Dann besteht die Hoffnung, dass die Schülerinnen und Schüler ein Stück weit auch motiviert sind für dieses Projekt. Im Projekt selbst dann geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler Designkonzepte von Games verstehen. Also Games sind ja nicht nur Grafik und Oberfläche und Musik, sondern die Geschichte muss ja auch gestaltet werden, damit sie funktioniert, damit sie Spaß macht. Und die Geschichte wird eben auch auf der Grundlage von unterschiedlichen Medien, Bild, Ton, das kann man in Twine auch integrieren, gestaltet. Und sie müssen die Geschichte interaktiv, nicht linear erzählen. Und das nicht lineare Erzählen ist ja auch noch eine spezielle Erzählform, mit der man sich dann ganz praktisch auseinandersetzen kann. Und zu guter Letzt geht es natürlich darum, dass die Schülerinnen und Schüler ein Produkt erstellen, das sie dann später auch vorzeigen können und halt auch präsentieren, was zusätzlich die Motivation der Schülerinnen und Schüler steigern kann. Wenn ich ein Projekt entwickle oder eine digitale Geschichte mit den Schülerinnen und Schülern entwickle, dann orientiere ich mich an diesem Ablauf, den Sie hier sehen. Auch hier ist es im Unterschied zum Schreiben von einem Text, wo man am Anfang beginnt und dann am Schluss endet, ist das so wie ein mehrstufiger Prozess, also so wie ein Designprozess. Zunächst überlegt man mit den Schülerinnen und Schülern das Setting, also so, wo spielt denn unsere Geschichte, welche Charaktere werden geschaffen. Das mache ich natürlich auch, wenn ich eine Geschichte schriftlich erarbeite, aber für ein Computerspiel ist das besonders wichtig, weil es natürlich darum geht, dass diese Charaktere später miteinander interagieren können. Das Setting, da werde ich nachher noch etwas dazu sagen, das muss feststehen, damit die Schülerinnen und Schüler wissen, wo befinde ich mich in meiner Geschichte und welche Handlungsmöglichkeiten eröffne ich für die Charaktere. Das ist so die Setting-Phase. Wenn ich die habe, dann müssen die Schülerinnen und Schüler dann einen Plot entwickeln, also so einen klassischen Plot, der aus drei Akten zum Beispiel besteht. Und für den ersten Akt entwickle ich dann die ersten drei Szenen, damit man so auch einen Zugang zum Gameplay bekommt. Und ausgehend von diesen drei Szenen des ersten Aktes wird dann die Story interpretiert. Dann wird wie festgelegt, was passiert denn in diesem ersten Akt? Welche Figuren können miteinander interagieren? Und wie gestalte ich das? Was für Musik wird unterlegt? Wie gestalte ich die multimediale Dramaturgie für dieses Spiel? Und wenn ich das gemacht habe, dann setze ich das um und probiere das zunächst mal aus mit den Schülerinnen und Schülern, um zu sehen, naja, lohnt es sich, in diese Richtung weiterzugehen, in diese Richtung weiterzufahren, oder müssen wir grundlegend etwas an unserem Setting ändern, damit die Geschichte dann später auch funktioniert. Und so ist das so wie ein mehrstufiger Prozess, in dem ich die Geschichte dann immer mit Schreiben, Test, Überarbeitung dann weiterentwickle. Wenn ich ein Computerspiel entwickle, brauche ich genauso wie für einen Film oder für ein Buch einen Plot. Und da erzähle ich den meisten von Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich mich hier auf die The Hero's Journey beziehe. Das ist so ein klassisches Erzählmuster für Abenteuergeschichten. Das kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich. Es geht darum, dass der Held oder die Heldin den Ruf des Abenteuers erhält, dann zunächst bestimmte Zweifel an seinen Fähigkeiten zutage treten oder er oder sie an den eigenen Fähigkeiten zweifelt, eine Schwelle überschreitet, einen Mentor, eine Mentorin zur Seite gestellt bekommt, dann bestimmte Aufgaben löst, abtaucht in die Tiefen, in die Untiefen auch seiner Persönlichkeit, sich mit einem Problem und mit einer Herausforderung auseinandersetzt, diese erfolgreich bewältigt und dann geläutert zurückkommt in die gewohnte Welt. Das ist so The Hero's Journey, das ist so eine klassische Erzählstruktur für Abenteuergeschichten. Um diese Erzählstruktur zu verdeutlichen, zeige ich den Schülerinnen und Schülern häufig dann dieses Video, was ich Ihnen auch kurz zeigen möchte. Da wird sehr plakativ und sehr auf eine sehr gute Art und Weise diese Hero's Journey dargestellt.
What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth, or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery? How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then do it all over again. So, gut. Außer dass der Film sehr gut diese Hero's Journey aufzeigt, ist mir gerade aufgefallen, er hat auch noch eine pädagogische Botschaft, was vielleicht auch noch ganz hilfreich ist, wenn man das den Schülerinnen und Schülern aufzeigt, um so die Herausforderungen der Leute, die täglichen Herausforderungen als Hero's Journey zu begreifen. Gut, wieder zurück zur Entwicklung des Plots. Entweder man entwickelt diesen Plot anhand dieser Heldenreise, die ich gerade aufgezeigt hatte, also wenn der Film
Man kann entweder diesen Film mit den Schülerinnen und Schülern anschauen oder mit ihnen, das könnte man auch machen, überlegen, wie sind denn die Geschichten aufgebaut, die sie kennen, die sie im Kino anschauen oder die sie im Fernsehen angeschaut haben oder die sie auf Netflix geguckt haben. Also man kann mit ihnen diese Heldengeschichte auch erarbeiten, weil eben sehr viele Geschichten sich an diesem Modell oder an dieser Struktur orientieren. Man kann aber eben auch den Film zeigen und sich dann an der Heldenreise orientieren. Oder man kann, wenn man vielleicht wenig Zeit hat, ganz einfach sagen, Geschichte ist aufgeteilt in drei Akte. Und diese drei Akte, die bestehen in den Teilen Einführung, Konfrontation, Höhepunkt und Ende. Und das muss ich Ihnen jetzt wahrscheinlich auch nicht erklären. Es geht immer darum, dass im Akt 1 in die Geschichte, in die Welt, in die Charaktere eingeführt wird und zunächst ein Konflikt auftaucht. Der Konflikt eben im zweiten Akt sich weiterentwickelt, die Spannung steigt, dann ein unausweichlicher Konflikt oder Höhepunkt besteht, der dann meist erfolgreich dann auch aufgelöst wird und vom Helden oder der Heldin begangen wird. Und im dritten Akt, der schließt dann auf den Höhepunkt der Geschichte, wo dann der Konflikt gelöst wird und die Enden der Geschichten miteinander verknüpft werden. Das ist so grob die Struktur von so ziemlich, also von sehr vielen Geschichten, und auch an diesem Modell kann ich mich orientieren. Wenn ich jetzt mit Schülerinnen und Schülern arbeite und entwickle zunächst die Charaktere und die Welt, in der sich die Schülerinnen und Schüler bewegen, dann greife ich häufig auf einen Trick zurück. Es gibt online einen Map Generator, das sehen Sie hier. Also es ist hier eine Karte, die mir hier auf dieser Webseite motobook.io, Perilous Shores, dort habe ich so einen Kartengenerator, der generiert mir eben Karten in diesem Stil, wie Sie ihn hier sehen. Und die Schülerinnen und Schüler können auf dieser Online-Präsenz auf dieser Plattform eine Karte generieren und müssen dann zunächst einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt festlegen, um so zu wissen, wo sind sie zu Hause. Sie müssen sich überlegen, wie schaut es da aus, in welcher Umgebung befinden sie sich, wer ist der Held, wer ist die Heldin und was tut diese Person dort, wo lebt sie, wo möchte sie hin. Und so ein erster Schritt, um in das interaktive Erzählen zu kommen, ist dann immer, dass ich den Schülerinnen und Schülern sage, hier, das ist der Ausgangspunkt, da legt einen Ausgangspunkt fest und eure Aufgabe ist jetzt, euren Helden, eure Heldin von dem Anfangspunkt zum Endpunkt der Geschichte zu führen. Die Bedingung ist allerdings, dass der Weg vom Anfangs zum Endpunkt auf drei unterschiedlichen Wegen begangen werden kann und auf diesen drei unterschiedlichen Wegen begegnen die Schülerinnen und Schüler oder die begegnet der Held oder die Heldin dann verschiedenen Herausforderungen. Das ist so die Ausgangslage, mit der ich starte, damit zunächst das Setting verbildlicht wird oder die Schülerinnen und Schüler sich etwas darunter vorstellen können und sie eine Handlungsanweisung haben, was muss jetzt passieren. Die ist relativ simpel. Der Weg von A nach B muss zurückgelegt werden in drei unterschiedlichen Versionen und in diesen drei unterschiedlichen Versionen oder auf diesen drei unterschiedlichen Wegen müssen unterschiedliche Abenteuer erlebt werden. Das ist so die Situation, in die die Schüler dann kommen. Wenn ich dann das Erzählen mit den Schülerinnen und Schülern noch einmal genauer anschaue, um zu überlegen, ja, also wir haben jetzt eine Geschichte, wir müssen von A nach B kommen, das ist noch nicht wirklich ein spannendes Computerspiel, wie könnte das weiterentwickelt werden, dann orientiere ich mich an diesem Schema. Setting, Charakter, Ort, Raum, das ist gegeben durch diese Karte, auf der ich mich bewege. Der erste Akt ist der Held, die Heldin bekommt einen Brief. Sie muss ihre Schwester, ihren Bruder, irgendwen befreien, weil diese wurde entführt. Und nun gibt es drei unterschiedliche Optionen, drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Akt 1 in den Akt 2 überführt werden kann. Und das ist der Unterschied zwischen interaktivem und linearem Storytelling. Also lineares Storytelling wäre Setting, Akt 1, Akt 2, Akt 3. Und beim interaktiven Storytelling muss ich natürlich für jeden Akt unterschiedliche Optionen festlegen und unterschiedliche Anschlusshandlungen dann auch definieren. Und das ist etwas,
Was die Schülerinnen und Schüler dann in Bezug auf die Medialität von Computerspielen lernen, dass die Geschichte nicht linear aufgebaut ist, sondern dass sie in unterschiedlichen Teilen aufgebaut ist und die aufeinander bezogen werden müssen. Und genau das müssen sie dann umsetzen in einem eigenen Produkt, wenn sie mit Twine arbeiten. Und wenn man mit Twine arbeitet, das möchte ich auf dieser Folie zeigen, dann schaut das nicht so aus wie auf der Folie zuvor, sondern das ist wesentlich komplexer. Das ist so die Struktur von einem Text-Adventure. Das ist so, ja, kennen Sie vielleicht, Computerspiele, bei denen man über einen Text sich durch ein bestimmtes Abenteuer bewegt und immer wieder bestimmte Rätsel lösen muss, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Ich möchte Ihnen das kurz zeigen. Dazu stoppe ich die Präsentation und gebe einen anderen Teil meines Bildschirms frei, und zwar den Browser. Das, was Sie auf der Folie gesehen haben, das ist dieses Computerspiel. Und wenn ich das Spiel starte, ich kann es in Englisch spielen oder in Deutsch, dann ist das so ein klassisches Text-Adventure. Sie werden durch den Text in einen Raum integriert, also Sie wachen auf in der Nacht, etwas flüstert, es ist dunkel, mein Körper fühlt sich komisch an, was ist passiert. Und jetzt habe ich hier erst eine Wahlmöglichkeit, ich versuche mich zu erinnern und werde so über diesen Text in die Geschichte eingeführt. Also hier habe ich noch keine Auswahlmöglichkeiten, das ist quasi der Prolog, wo ich in diese Figur eigentlich schlüpfe oder diese Rolle von der Figur, um die es geht, annehme. Und offensichtlich bin ich eine Spinne und versuche jetzt herauszufinden, wie ich zur Spinne geworden bin und wo ich hingehe. Und zunächst grabbel ich das Licht und da habe ich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Und die Aufgabe im Spiel besteht natürlich jetzt, den Weg aus dem Labyrinth herauszufinden und herauszufinden, warum ich zur Spinne geworden bin oder mich wieder zurückverwandle. Und dieses Spiel ist natürlich nur auf der Grundlage von Text aufgebaut und das ist für die Schülerinnen und Schüler nicht so spannend. Wichtig ist deshalb, wenn Sie mit interaktivem Storytelling mit Twine arbeiten, dass den Schülerinnen und Schülern verdeutlichen, dass es um das Design von Spielen geht. Und das Design von Spielen, das basiert zunächst auf der Grundlage von Text und später kommt Bild und Ton dazu. Und genau das möchte ich Ihnen jetzt auf praktischer Ebene zeigen. Bevor ich Ihnen das Tool Twine zeige, zunächst gibt es Verständnisfragen oder gibt es Rückmeldungen Ihrerseits? Frank, ich kann dir kurz sagen, also im Chat ist nichts gekommen. Ich glaube, wir sind alle gespannt am Zuhören und deinen Überlegungen am Folgen. Ich glaube, momentan ist es okay. Wenn etwas im Chat kommen würde, würde ich mich bei dir melden. Okay, super. Gut, dann möchte ich jetzt auf der praktischen Ebene zeigen, wie Twine funktioniert. Also Sie können Twine über twinery.org im Browser öffnen. Also wenn ich das öffne, dann bin ich auf der Webseite von Twine. Hier sehen Sie zunächst, gibt es auch einige zusätzliche Informationen. Es gibt auch den Quellcode von Twine, der veröffentlicht wird. Sie können, wenn Sie großes Interesse an der Informatik haben, auch am Quellcode mitentwickeln und das Computerspiel weiterentwickeln. Sie haben hier aber auch so das sogenannte Twine Cookbook. Das ist so wie die Handlungsanleitung oder die Bedienungsanleitung für Twine. Das ist alles auf Englisch. Das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung, je nachdem, mit welcher Zielstufe ich arbeite, muss man mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie irgendwo hängen bleiben, natürlich gemeinsam die Probleme lösen, weil das technisch dann auch unter Umständen komplex werden kann und das Ganze natürlich auf Englisch transportiert ist. Aber nichtsdestotrotz ist es hilfreich, auf dieser Seite immer mal wieder in die Referenzen zu schauen und in die Bedienungsanleitung. Was ich Ihnen aber zeigen wollte, ist, dass Sie Twine Sie können Twine entweder auf Ihrem Desktop installieren. Das würde ich empfehlen, wenn Sie ein Projekt über einen längeren Zeitraum machen, oder Sie können Twine im Browser benutzen. Also wenn ich hier auf Use in Browser gehe, dann sehen Sie, dann geht hier so eine leere Fläche auf. Das ist so wie meine Bibliothek.
in der ich mich befinde, dort kann ich meine Twine-Geschichten ablegen. Also das, was Sie hier sehen, das ist eine Geschichte, die schon fertiggestellt ist. Und je mehr Geschichten Sie haben, desto mehr erfüllt sich natürlich Ihre Bibliothek. Und hier auf dieser Benutzeroberfläche können Sie dann mit den Schülerinnen und Schülern interaktive Stories mit Twine erstellen. Das Problem, wenn Sie in einem Browser arbeiten, ist, dass die Daten, die Sie dann in Twine einfügen, nur so lange erhalten bleiben, bis Ihr Browser-Cache geleert wird. Also wenn der Zwischenspeicher von Ihrem Browser geleert wird, dann sind die ganzen Daten weg und dann sind die Spiele auch weg. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Und deswegen empfehle ich es, dass man Twine auf dem Desktop installiert. Ich zeige Ihnen das jetzt bei mir. Jetzt nochmal umschalten. Ich habe Twine bei mir auf dem Desktop installiert und möchte Ihnen dort zeigen, was man damit machen kann. So, Sie sehen, das ist jetzt die Version, die bei mir auf dem Desktop läuft. Das sieht eigentlich genau gleich aus wie im Browser, nur halt mit dem Vorteil, dass die Dateien bei mir auf dem Computer gespeichert sind und nicht online und nicht verloren gehen, wenn der Browser-Cache gelöscht wird. So, wenn ich mit Twine eine Geschichte erstellen möchte, dann gehe ich zunächst hier auf dieses Plus neu und erstelle eine neue Geschichte. Und die heißt bei uns Zembi-Test. So, willkommen in der Geschichte. Sie sehen hier, es erscheint eine neue Benutzeroberfläche, so eine Rakete, die signalisiert den Startpunkt von meiner Geschichte und hier noch einen unbenannten Abschnitt. In Twine sind die Textteile immer in diesen Textknoten organisiert, die miteinander verlinkt werden. Hier, wenn ich auf unbenannter Abschnitt doppelklicke, dann geht hier rechts ein Fenster auf und in dieses Fenster füge ich jetzt die Medien ein, die in diesen Textknoten zur Verfügung gestellt werden sollen. Also hier steht es schon, gibt den Text ein. Um einen anderen Abschnitt zu verlinken, setze zweieckige Klammer um dessen Namen. Und das ist so das Grundprinzip von Twine. Ich schreibe hier den Text, der in einem Textknoten erfasst werden soll, und verlinke dann weitere Textknoten mit einer Doppelklammer. Und damit das nicht ewig viel Zeit in Anspruch nimmt, habe ich jetzt etwas vorbereitet. Und muss das hier schnell rauskopieren. Setzt das hier ein. Herzlich willkommen zu unserer Geschichte, habe ich geschrieben. Nun bin ich aus dem Bett gekommen und mache mich auf den Doppelklammerweg. Nochmal Doppelklammer oder bin noch müde und bleibe liegen. Und auch das Liegen ist in einer Doppelklammer. Und Sie sehen, beide Begriffe, die hier in Doppelklammer gesetzt sind, ergeben hier neue Textknoten. So, das ist das Grundprinzip von Twine. So ist Twine aufgebaut. Sie können Textknoten miteinander verknüpfen und so eben die Interaktivität in dieser Geschichte herstellen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich mich auf den Weg mache. Auch da habe ich einen Text vorbereitet. Ich doppelklicke Weg, dann geht das Fenster auf für Weg und gebe hier meinen Text ein. Wenn ich auf dem Weg bin, freue ich mich, dass ich endlich draußen bin. Das Wetter ist toll, ich gehe einen Weg entlang und entscheide mich wieder. Raste ich einen Fluss oder ob ich weitergehe? Und Sie sehen hier, rasten und gehen, auch wieder die beiden Begriffe, die in Klammer gesetzt sind, erscheinen als Textknoten. Bevor wir uns überlegen, was passiert, wenn wir draußen sind, schauen wir, was passiert, wenn wir liegen bleiben. Auch da habe ich etwas vorbereitet. So, ausgeruht. Also ich bleibe liegen. Und bleibe einfach eine kurze Zeit liegen, ruhe mich aus und mache mich dann auf den Weg. Und Sie sehen, jetzt habe ich das, wenn ich mich in der Ausgangslage dafür entscheide, liegen zu bleiben, dann bleibe ich so lange liegen, bis ich ausgeruht bin und mache mich dann auf den Weg und komme dann automatisch wieder in diesen Handlungsstrang Weg. Und so muss man natürlich mit den Schülerinnen und Schülern schauen, wie führt man denn diese unterschiedlichen Textteile denn auch wieder zusammen? Und das ist die Herausforderung und das ist auch die Lernmöglichkeit, die in Bezug auf interaktive Texte besteht. Wie strukturiere ich diese unterschiedlichen Textbausteine so, dass wir am Schluss an einem Ende ankommen, was dann auch befriedigend ist. Also wie bekomme ich also meinen Spannungsbogen und die Logik in meinen Text, trotz dass die Geschichte nicht linear stattfindet, sondern interaktiv. Und das ist die Herausforderung und das ist auch die Lernmöglichkeit. Und hier sehen Sie, ich habe außer dem Text, den ich eingefügt habe und dem Begriff Weg in Doppelklammer, noch einen Befehl eingefügt und habe dem Programm gesagt, füge hier ein Image ein. IMG ist der Befehl, auf ein Bild zuzugreifen, also die Quelle, SRC, die Quelle, auf die
das Programm zugreift, ist ein Bild und die Quelle ist an folgendem Ort abgelegt. Ich habe das auf Dropbox gespeichert und das empfiehlt sich zu tun, wenn man mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, dass man einen Dropbox-Account anlegt und dann die Medien mit Dropbox verlinkt. Da gibt es einen kleinen Trick, den man beachten muss, wenn man die Dropbox-Links einfügt, dann ist das hier ist der Dropbox-Link. Und DL gleich 1 ist nicht der Original-Link, weil wenn Sie einen Dropbox-Link kopieren, dann endet der immer mit DL gleich 0. Und wenn Sie das in Twine einbinden, dann müssen Sie DL gleich 0 mit DL gleich 1 ersetzen, damit das Programm auf Dropbox zugreift. Das klingt komplizierter, als es ist. Probieren Sie es einfach einmal aus, wenn Sie sich dafür interessieren. Und jetzt haben wir den Ausgangspunkt festgelegt, geschrieben oder im Textknotenweg überlegt, was passiert, wenn wir draußen sind und überlegt, was passiert, wenn wir liegen bleiben. Und bis hierhin schauen wir uns das jetzt einmal an. Ich kann die Geschichte, die ich erfasst habe in Twine, immer auch wieder anschauen. Und zwar immer ab dem Textknoten, den ich markiert habe. Wenn ich jetzt hier auf den unbenannten Abschnitt gehe, auf den Startabschnitt und gehe hier oben auf Teste ab hier, dann springt das Programm, und das sehen Sie jetzt nicht, das muss ich an den Browser freigeben, dann zeigt Ihnen Twine im Browser das an, was später der Nutzer oder die Nutzerin sieht. Sie sehen hier in dem Textknoten stand, herzlich willkommen zu unserer Geschichte. Ich bin aus dem Bett gekommen, mache mich auf den Weg. In dem Textknotenweg steht endlich draußen, das Wetter ist wunderbar. Ich gehe einen Weg entlang und entscheide mich, an einem Fluss zu rasten oder weiterzugehen. Jetzt hier drauf gehen auf Rasten, da sehen Sie, kommt nichts, weil da haben wir nichts in den Textknoten. Mit den Vorwärts-Rückwärts-Pfeilen kann man navigieren. Ich gehe wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ich mache mich nicht auf den Weg, sondern ich bin noch müde und bleibe liegen. Und wenn ich liegen bleibe, komme ich hier an. Sie sehen, das ist das Bild, das ich über diesen Befehl in Twine eingegeben habe. Also wenn man Schülerinnen und Schülern Geschichten gestaltet, dann muss man das nicht nur auf der Grundlage von Text machen, sondern man kann auch Bilder einfügen. Gut, jetzt wieder zurück zu Twine, weil die Geschichte ist noch nicht ganz fertig. Wir haben nämlich bei Rasten und Gehen, wissen wir noch nicht so richtig, was wir machen. Jetzt überlegen wir, wenn wir rasten, dann möchte ich dort gerne eine Zeit lang bleiben und möchte aber dann wieder zurückkommen auf den Weg. Das funktioniert dann so, dass ich auch wieder... Moment. Ist mir mein Textknoten verrutscht. Ich muss den erstmal suchen, wieder zurückschieben. So. Entschuldigung. So, wenn ich, was passiert, wenn wir rasten? Hier fügen wir Folgendes ein. Ich möchte, wenn ich raste, kurz verweilen und dann wieder zurück zum Weg kommen, weil nur rasten bringt es nicht, da geht es nicht weiter. Ich muss wieder zurück auf den Weg und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie das geht. Ich setze dann hier auch wieder meinen Text ein. Ich verweile eine Zeit und gehe wieder zurück und habe dann einen Strich nach unten und Weg gemacht. Im späteren Text wird dann stehen, ich verweile eine Zeit und gehe wieder zurück. Zurück wird als Link unterlegt sein und durch diesen Strich nach unten sage ich dem Programm, der Begriff zurück soll mit dem Textknoten Weg verknüpft sein. Und ich habe hier auch wieder ein Bild eingefügt und zusätzlich eine Audiodatei. Damit die Geschichte zu einem Ende kommt oder zu einem vorläufigen Ende, möchte ich noch einfügen, was passiert, wenn wir gehen. Weil beim Gehen, da geht es ja offensichtlich los in Richtung Abenteuer. Und deswegen füge ich bei Gehen folgenden Text ein. Endlich, es geht los, auf ins Abenteuer. Auch wieder ein Bild. Und Sie sehen hier Audio, SRC, also die Quelle, auf die das Programm zugreift, ist ein Audio-File und auch wieder abgelegt auf Dropbox. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert. Auch wieder ab Anfang testen. Ich schalte wieder um auf meinen Browser, gebe den Browser frei, hat die Geschichte wieder wie vorher, Ausgangslage ist dieselbe. Was passiert, wenn ich müde bin und liegen bleibe, müssen wir nicht anschauen, da waren wir vorher schon, also machen wir uns auf den Weg. Ich gehe den Weg entlang und entscheide mich dann an einem Fluss zu rasten.
Es geht immer eine Weile, bis das Bild eingeblendet wird. So, und ich hoffe, Sie hören den Ton. Das ist das Audio-File, das ich eingebunden habe. Jetzt habe ich mich ausgeruht, habe gebastelt und möchte wieder zurück auf meinen Weg und gehe hier auf Zurück und komme wieder bei dieser Wahlmöglichkeit an. Gerastet haben wir, wir wollen jetzt weitergehen. Und wenn wir weitergehen, passiert das. Wir gehen los und zwar. So, das war's. Also das sind so die Grundprinzipien, wie Twine aufgebaut ist, wie das auf der Programmebene funktioniert und was man damit machen kann in Bezug auf das Storytelling. Sie können natürlich, wenn Sie sich intensiver mit Twine beschäftigen, auch noch sehr viel stärker im Bereich der Informatik arbeiten. Also Sie können mit Befehlen bestimmte Variablen setzen, sodass das Spiel dann auch wie ein Spielstand anzeigt und bestimmte Tätigkeiten bepunktet werden und diese Punkte gesammelt werden. Das geht dann eher in den Bereich der Informatik. Ich wollte mich heute sehr viel stärker auf das Geschichten erzählen konzentrieren, weil das alles zusammen nicht in eine Stunde passt. Gut, vielleicht abschließend noch für Sie und wichtige Informationen. Und zwar hat Fabio gesagt, ich muss ein bisschen Werbung machen für das Zambi. Nein, Spaß hat er nicht gesagt. Wir haben für das Zambi eine Seite gestaltet, Zambi Block Twine. Und dort haben wir die Informationen zu Twine abgelegt. Und ich möchte Ihnen kurz jetzt noch in den letzten 5 bis 10 Minuten aufzeigen, wie diese Seite aufgebaut ist, damit Sie sich auf dieser Seite zurechtfinden, wenn Sie ein eigenes Projekt in der Schule planen, weil zunächst ist beschrieben, was Twine überhaupt ist, dann die didaktischen Grundlagen, der Lehrplanbezug, wie man vorgeht und dann, und das ist das Kernstück, die Lektionsplanung. Sorry, Frank. Ja? Ich rede kurz dazwischen. Kannst du deinen Bildschirm noch teilen? Oh ja, sorry, ich bin auf dem falschen Bildschirm. Wir haben gar nichts geteilt. So, jetzt. Perfekt, danke. Danke. Ich bin auf der Seite Zambi-Blog und jetzt sehen Sie auch das, was ich vorher erzählt habe. So ist die Seite aufgebaut. Es gibt eben Grundlagen zu Twine, didaktische Überlegungen, dann den Bezug zum Lehrplan, wie man vorgehen kann, die Lektionsplanung und zusätzliche Informationen. Und was ist Twine? Das überspringe ich. Das können Sie selber lesen. Und didaktische Grundlagen als Twine, da ist es so, dass ich didaktische Grundlagen als Twine, da habe ich ein Twine geschrieben, und zwar zu den didaktischen Grundlagen. Also ich habe die didaktischen Grundlagen in Twine aufgebaut, in einem Twine. Da kann man sich durchsuchen, und zwar kann man hier, interaktiver Text, zunächst überlegen, interessiert man sich eher für den Bereich Medien und Informatik oder Deutsch, in welchem Fachbereich bewege ich mich und für welches Fach möchte ich Twine nutzen. Und wenn man hier auf Deutsch zum Beispiel klickt, dann ist das Twine entsprechend der Vorgaben aus dem Lehrplan 21 aufgebaut und beschreibt Ihnen hier, welche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 werden auf welche Art und Weise durch die Arbeit mit Twine gefördert und unterstützt. Und dasselbe gilt natürlich für den Bereich Medien und Informatik. Wenn man auf Medien und Informatik klickt, gibt es zunächst eine Einführung, wie orientieren wir uns am Dachstuhldreieck und dann hier weiter unten die einzelnen Kompetenzbereiche Medien und Informatik, an denen man arbeiten kann durch die Nutzung von Twine. Das ist so wie der didaktische Rahmen, den wir gestaltet haben, den Sie abrufen können über den Zambi-Blog. Gut, hier ist es zusammengefasst, an welchen Vorgaben des Lehrplan 21 orientieren wir uns. Und dann wichtig für Sie noch so die allgemeinen Informationen zur Umsetzung der Lektionsplanung, die ich gleich vorstellen werde im Unterricht. Also hier ist so der zeitliche Rahmen beschrieben, welche Lektionen sind wie aufgebaut. Es ist so, dass die ersten zwei, es sind insgesamt drei Lektionen, drei Unterrichtseinheiten, und diese Unterrichtseinheiten, die sind zwischen 3 und 6 bis 8 Lektionen lang. Also die ersten beiden Unterrichtseinheiten, die sind so Basics, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie funktioniert Twine,
Wie schreibe ich eine interaktive Geschichte? Wie verknüpfe ich die Textknoten, die ich Ihnen gezeigt habe? Also so wie eine schrittweise Heranführung an das interaktive Storytelling. Und die letzte Einheit, da geht es sehr viel differenzierter um das Geschichtenerzählen. Da geht es auch darum, dass die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel überlegen, welche Geschichten kennen sie und wie sind diese Geschichten aufgebaut? Diese Struktur der Geschichten miteinander vergleichen und dann ausgehend von dieser Diskussion eine eigene Geschichte oder eine eigene Dramaturgie für eine Geschichte entwickeln. Und diese Lektionsplanungen, die finden Sie hier. Und in den Lektionsplanungen findet sich zunächst die Planung. Das ist so ein Planungsdokument. Ich mache es schnell auf und zeige es Ihnen. So, wieder. Viele Fenster hier. Sie sehen es, das ist ein PDF, wo so der Unterricht, die Unterrichtseinheit geplant ist, die Lernziele genannt sind, beschrieben ist, was passieren soll in der jeweiligen Einheit, die Dauer ist genannt und es wird referenziert auf das Folienset, das Sie auch auf dieser Seite aufrufen können. Und in das Folienset sind, und das ist der letzte Punkt, den Sie hier sehen, die Videos eingebaut. Und diese Videos, die sind eben so als Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgebaut, damit Sie, wenn Sie Ihren Schülerinnen und Schülern diese Videos zeigen, sollten die Schülerinnen und Schüler danach auch die entsprechenden Anweisungen aus dem Unterricht oder die entsprechenden Überlegungen, die in dieser Planung erfasst sind, umsetzen können. Das ist so die Idee und der Aufbau von diesen Unterrichtseinheiten zu Twine, was Sie auf dem Semi-Blog abrufen können. So, gut. Jetzt ist 7:05. Fabio, kam nur irgendwas im Chat. Ich kann außen schnell selber schauen. Kann ich das fertige Twine oder das Projekt abspeichern, wenn ich am iPad im Browser arbeite? Ja, können Sie. Sie müssen es exportieren als Twi-Datei. Ich gehe nochmal schnell zurück. Kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie mit dem Twine arbeiten. Also das funktioniert im Browser genau gleich wie hier. Wenn ich jetzt diese Geschichte habe, die wir jetzt hier geschrieben haben und möchte sie exportieren, dann kann ich die Datei veröffentlichen. Also das, genau das muss man auch noch zeigen. Wenn ich hier als Datei veröffentlichen klicke, dann wird mir eine HTML-Datei erstellt. Und diese HTML-Datei, die kann ich in jedem Browser aufmachen. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler ein Twine entwickelt haben und veröffentlichen es als HTML-Datei, dann ist es spielbar für andere. Da können Sie das auch per Mail an irgendjemanden schicken oder Sie können das auf einen Server von der Schule stellen und das Spiel dann dort zur Verfügung stellen. Und wenn ich es exportiere als Twi, dann exportiere ich eigentlich das ganze Projekt mit den Projektinformationen, dass ich später wieder daran arbeiten kann. Also ich kann diese Twi-Datei irgendwo speichern, kann sie wieder aufmachen und kann das Projekt dann auf dem bestehenden Stand weiter bearbeiten. Wenn ich es nur als HTML-Datei veröffentliche, dann kann ich es nicht weiter bearbeiten. Danke, Frank. Es kam gleich noch eine Frage rein. Ich möchte gleich zur Frage gehen. Vorher kurz noch die Information von meiner Seite. Ich bedanke mich dann ganz am Schluss noch bei dir. Aber einige aus Erfahrung springen dann zu Punkt 7 wieder weg und da möchte ich es nicht verpassen, noch kurz allgemeine Infos zu geben. Eben alles, was du erzählt hast, ist auf www.zmbblog.ch/twine zu finden. Ich werde gleich noch den Link und noch das, den Link zum Feedback-Formular in den Chat stellen, einfach, dass das alle Besucherinnen und Besucher von heute nicht verpassen. Also ich werde gleich noch diese Nachricht in den Chat stellen. Und wenn dann einige Punkt 7 gehen müssen, wünschen wir dann auch einen schönen Abend. Genau so. Jetzt kommen wir noch zu weiteren Fragen. Und zwar hat Dominik gefragt, ob die Arbeit mit Twine auch im Zyklus 2 möglich ist. Wir haben das auch diskutiert, dass du die Unterrichtseinheit oder die Einheiten gemacht hast. Wir haben da sicher diskutiert, dass sicher im späteren Zyklus 2 möglich ist, 5., 6. Klasse. Bei 3., 4. muss man natürlich schauen, von der Komplexität her, wie man das aufbauen will. Was sagst du dazu? Ja, also 5., 6. mit Sicherheit ist sehr gut möglich. Und mit den darunterliegenden Klassenstufen braucht es natürlich eine engere Begleitung. Denke ich, dass sehr, sehr kleinere Gruppen im Idealfall. Und dann natürlich, also schauen Sie sich doch mal die Vorlagen an,
die erste Unterrichtseinheit ist sicher auch mit jüngeren Schülerinnen und Schülern machbar, braucht aber sicher auch eine engere Begleitung. Gibt es noch weitere Fragen, die gerne noch geklärt werden möchten? Vielleicht noch der Hinweis für alle, die dann mit den Unterrichtseinheiten arbeiten. Wir sind da auch immer offen für Feedback, für Rückmeldungen, zu, wenn das umgesetzt wird. Wie ging das? Ging es gut? Oder wo gab es Stolpersteine? Finden wir auch immer gut, dass wir da ein Projekt auch weiterentwickeln können. Also da sind wir auch immer offen über verschiedene Rückmeldungen ihrerseits. Es kommen jetzt keine weiteren Fragen. Nur noch ein Dank für den spannenden Input. Und da möchte ich doch gleich anschließen. Frank, ich bedanke mich für deinen Input heute. Ich finde den ersten Teil ganz, ganz wichtig und wir haben das ja so auch vorbesprochen, dass wir das Hauptaugenmerk wirklich auch auf den Inhalt legen möchten, also das interaktive Storytelling. Wie funktioniert das? Was gibt es da für Hintergründe? Ich finde, das hast du sehr gut und auch sehr schön gezeigt mit den Beispielen, mit den Videoclips, die du gezeigt hast und eben die wunderschön erzählte Hero's Journey, glaube ich, zeigt uns sehr gut, wie man eine Geschichte sehr schön erzählen kann, egal aus welcher Zeit. Und ich hoffe, dass wir in diesem Input viele begeistern konnten für das interaktive Storytelling, dann auch mit Twine auszuprobieren. Und hoffentlich werden dann ganz viele noch die Aufzeichnung ansehen, um so dann noch genauer eingeführt zu werden. Mhm. Ja, danke vielmals, Frank, für deinen Einsatz, deinen Input. Danke an alle fürs Zuhören zu später Stunde. Perfekt. Somit allen einen schönen Abend und bis hoffentlich beim nächsten CMB-Input. Macht's gut.